Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sim Airport mit Fabian LP. Und wir haben hier ja den Raum ein bisschen größer gemacht auf diese Folge. Jetzt steht an in dieser Folge, dass wir hier die Security vergrößern und vielleicht auch das Ticketing ein bisschen weiter nach oben schieben, damit die Leute hier so runterlaufen können und nicht so einen Bogen machen müssen, wenn ihr mich versteht. Also ich habe da mal so meine Vorstellungen, wenn ich das mal so sage. Jetzt möchte ich aber erstmal austesten. Ja, ich habe sogar in einem möglichen Schema hier gebastelt. Hier machen wir natürlich noch Security draus. Ist hier eigentlich auch, hoffe es. Gut. Dann lassen wir uns hier noch ein bisschen eine Vergrößerung erbauen. Oh, kostet 50.000 nochmals. Also ganz schön teuer wieder hier. Außerdem mache ich den mal weg, damit es eben hier gerade durchgeht. Aber es soll nicht ganz so sein, also so stelle ich es mir nicht ganz vor. Im fertigen Produkt dann. Das noch weg. So, weil es schon hier das ein bisschen darüber sein soll, hier. Genau. Und das vielleicht noch ein bisschen zentrierter. So, jetzt haben wir noch 16.000, das wird nicht ganz reichen für alle Metalldetektoren. Ich werde erstmal auf die setzen. Für die passt es auf jeden Fall schon mal rein. So, jetzt reicht es nicht mehr. So, hier haben wir jeden zweiten und jetzt beim ID-Check weiß ich nicht ganz, was ich da machen soll. Das sieht ein bisschen chaotisch aus. Den machen wir mal weg hier. Sonst versuchen wir mal ein neues System hier. Und zwar immer zwei zusammen. Also diese zusammen. Die sind zusammen. Die hier. Und der wäre alleine, aber der wäre mit dem nächsten zusammen, wenn man es so sieht. Gut. Jetzt fehlt natürlich ein bisschen Stuff, der teuer ist. So. Laufen erstmal hier förmlich in die Wand. Denken sich, wer hat mich auch da angestellt? Welcher Depp? So. Das hier kann überbaut werden. Ja, wir haben noch. Ne, wir haben keinen mehr. Die sind schon da. Also, dass sie dann ihren Ort verlassen, wo sie sein sollten, das ist dann doch blöd. Jetzt haben wir sie doppelt. Ah, die. Ah, ich weiß, warum der in der Wand steht, genau. Weil natürlich immer die links vom Dings stehen. Und hier links von der Wand ist eine Wand. Deshalb geht das nicht ganz voran. Dann werden wir hier das Ticketing ein bisschen erneut umbauen. So, es geht halt viel über Neubau, Umbau, Ausbau. Es ist halt so. Hier auch gleich mal das Band mit weg. So. Und vielleicht auch die Warteschlangen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, und dann setzen wir die da oben. So. So setze ich die hin und dann Ticketing. Und was natürlich nicht fehlen darf, sofort hier. Ohne Geld geht's nicht. Jetzt haben wir gerade die Abrechnung bekommen. Hier schon mal das Band anzuschließen. Damit, wenn die ersten Passagiere kommen, das schon mal steht. Ticketing. Da kommt die Grenze. So. Was natürlich noch behoben werden muss, ist, dass es hier um die Ecke geht. Das passt zum Beispiel noch nicht. Dann machen wir hier eine ganz gescheite Warteschlange. Und zwar ab hier bis... ich misse es wieder so hin. Kommen Sie da rum? Mal schauen. So, wenn ich jetzt den zu der Warteschlange hinmache. Ja, das funktioniert. Vielleicht ist es wieder zu eng. Das kann sein.
Hier ist aber nur First Class. So. Alle, die nicht First Class sind, die laufen weiter. Jetzt gerade noch aus Chaos, das ist klar. Und zwar... Reicht das von der Range? Ja, das reicht. So, reicht für die auch noch? Ja. Ja. Den reicht's nicht. Und eigentlich, das kann man weiterziehen bis hierhin. So. Eigentlich könnt ihr jetzt den auch abbauen, ist mir klar. Ja. Auf jeden Fall, hier kommt Security. So. Dass wir auch das überall gleichmäßig haben. Und dann bin ich schon mal froh, dann ist es nämlich First Class, ist bevorzugt, kann gleich hier einschleusen. Hat jetzt zwar, wir können auch den hier, im Fall des Falles, wenn es hier jemals einen Stau geben würde, können wir die beiden noch dazuziehen. Ja, es sieht jetzt so aus, wie wenn sie hier durch die Schleuse gehen. Aber es sieht, glaube ich, auch blöd aus. Ich will es jetzt nicht nochmals machen, wenn ich hier nur so gerade habe. Was man eben sollte, dass man bestimmen kann, welche Ecke offen ist. Das wäre eben schön. Das wäre wirklich schön. Gut. So, bei dem ist es das Gleiche. Außer, dass die natürlich komplett falsch ist hier. So. Kurzzeitiges Chaos hier, aber egal. So. Geht der auch noch? Nee, der geht nur noch zu dem. Hier machen wir First Class und nehmen natürlich auch die hier noch dazu. Gut. Das hier unten soll so bleiben, wie es ist. Da können wir zum Beispiel noch einen weiteren hinsetzen. Haben wir sicher noch. Ja, wir haben noch ein paar. Hier zum Beispiel und auch hier. So. Jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass sie sich vor der Schlange stauen. Ja, und dass wir insgesamt nur 5 für die normale Klasse haben. So, da kommen... Gut, die Hälfte splittet sich ja nur schon auf die Automaten. Und den baue ich wieder ab, ganz ehrlich. Weil, wenn sich die nur auf 4 Automaten hier konzentrieren, können sie sich auch die 4 nehmen. Wird sich dann besser splitten, so. Was erfreulich ist, hier hinten, schaut's mal an, da läuft es jetzt flüssig durch. Die sind unterbeschäftigt, aber das wird sich noch ändern, ganz klar. Das wird sich natürlich in Zukunft noch ändern. So, da kommt ein Flieger an, die Leute kommen raus und da muss eben da frei sein, damit die hier rum können. Und sehr wenige holen da ihr Gepäck, so. Nächste Flieger kommt an. Leute kommen raus. Und die haben schon mehr Probleme, weil die Schlange zum Beispiel im Weg ist. Oder da auch die Leute, die hinter der Schlange stehen, im Weg sind. Warum ziehen wir die nicht auch ein bisschen weiter hier? So. Weil die hier da auch nicht ist. Kann man sagen. Wenn ich das so mache... Na gut, die ist auch noch Katastrophe. Also, das Café muss eh irgendwann mal weg. Ich finde einfach aktuell, ja, macht sich's hier sehr schön. Es ist was, was ich selten gesehen habe, wenn man es so beschreiben will auch. Und fast alle Leute sind für den Flieger hier. Da seht ihr, die benutzen auch das Klo zum Beispiel, wo es einen riesen Stau gibt gerade.
Ja, bringt trotzdem nichts hier. Man muss damit leben, wenn man so sagen will. Und da gibt es immer eine Schar Leute, die hier ansteht, aber sich dann trotzdem für den entscheidet. Wenn man das so ein bisschen beobachtet, sieht man das. Aber das läuft auf jeden Fall... Ja, hier zum Beispiel, die stehen hier an, gehen aber dann trotzdem hier hin. Aber es läuft 10-mal flüssiger, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ich bin zufrieden. Gut, der Müll. Kein Problem, alles drin, super. Was haben wir in unserem Lager so zu finden? Toiletten, Ticketing-Kioske. Na gut, die brauchen wir schon noch, aber später mal. Und das Geld kommt ja nur so rein. Und da muss man natürlich wieder ans Ausbauen denken. Und sich überlegen, was macht man als nächstes. Und als nächstes werden wir hier hinten freischalten. Ja, da seht ihr, ich kann mir da nicht so viel... Doch, ich kann mir so viel leisten, wisst ihr was, so? So, das ist jetzt wieder mal eine Sache für sich. Wäre bestimmt günstiger gekommen anders. So, jetzt noch 76.000 zu. Und dann ist eben da das Café wirklich in der Mitte, so auch die Toilette leider. Für die ich dann wieder einen neuen Ort suche. Die aber später auch hier bleiben kann. Also, da finden wir schon irgendwo eine Lösung auf dem Streifen hier in der Mitte, dass die Toiletten da hinkommen. Vielleicht eher auch wieder in diesem eher kleineren Format, wie wir das hatten. Und der Vorteil ist jetzt ganz einfach, die Leute können hier hinten rumlaufen. Und müssen nicht alle da vorne bei diesem Knackpunkt hier durch. Und bereits jetzt beginnt es zu ruckeln. Während dem Bau. Auch wenn hier nicht viele Leute rum sind. So. Hier gestalten wir es aber natürlich offen. Für alle. Und hier auch. Gut. Und das eigentliche Beispiel, was ich euch dann zeigen will, wie es später aussehen soll, ist dann hier. Weil hier hat man dann wirklich die effektive Breite zu sehen und da können wir schauen, ob es reicht oder ob wir 10 Blöcke mehr brauchen, zum Beispiel. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass wir vielleicht doch dann überlegen, es so zu machen. So, hier sollte man noch so abschließen, vielleicht auch so. Café noch ein bisschen schön herausstellen. Ja. Bis jetzt. Läuft, läuft. Sieht gut aus. Schauen wir auf die Finanzen. Von gestern. 165.000 haben wir durch das Terminal gemacht. Die Bank hat uns 35.000 abgenommen. Ja, 15.000. Aha, ja, ja, es stimmt eben nicht ganz, weil weil ich das anders rechnen würde. Aber die rechnen sie halt so. Wir haben aber für 162.000 hier Boden gebaut, das ist eine rechte Zahl. Kann man nicht verneinen. Sie ist immer noch angeschlossen, oder? Ja, passt. So. Jetzt ist natürlich die Bar hier schön ausgestellt, schön am Gipfel. Und was ich sehe, gefällt mir nicht so, denn die laufen immer noch hier durch. Ach, wenn das schneller wäre. Und was jetzt sogar gemacht wird, hier durch die Tür durchlaufen. Das geht ja mal gar nicht. So, also das wird sofort korrigiert. Sowas dulde ich hier aber gar nicht. So. Ist die Küche gerade ein Fail? So, neue Beobachtung aufstellen. Ja, jetzt ist schon besser. Jetzt kommen nur noch die, die auch wirklich nach da unten wollen.
Und wenn ich jetzt wahrscheinlich hier eine zweite Türe hinmachen würde, würde genau das gleiche passieren. Was beim Klo nicht so blöd ist wie bei einer Küche, aber trotzdem, wenn dann auf dem Klo einfach alle durchlaufen, also fragst du dich auch. Ist jetzt auch nicht so realitätsnah, wenn ich da ehrlich bin. So. Was vielleicht schön wäre, hier haben wir noch viel Platz, wie ihr seht. Wenn wir jetzt hier einfach auch mal so ein Klo reinbauen, damit wir das andere ein bisschen entlasten könnten. Diesmal zähle ich. Da haben wir jetzt 12. 11 bräuchte mir. Das passt also so. Ist recht hoch geworden. Schon wieder zu viel eigentlich. Da muss ich schon wieder lachen, ehrlich gesagt. Weil ich es einfach schon wieder nicht hinkriege. Was zu bauen, was dann auch vom Platz her passt. So, einmal hier und einmal hier. Und jetzt wird hier eingerichtet. Und zwar Sinks. Dann ein paar von denen. So, ein Mülleimer. Und später machen wir noch eine Pflanze in die Mitte. Hätte ich mal so vorgeschlagen. So. Also später. Jetzt sofort, würde ich sagen. Sonst vergesse ich es wieder. So etwas. Warum denn nicht? Und warum nicht hier ums Klo herum? Auch gerade noch so ein bisschen Büsche, ein bisschen schön machen. Und zum Beispiel auch hier, also die Büsche gefallen mir jetzt irgendwie gerade. Auch hier Büsche mittendrin. Da ein Busch, da einer hin. So, damit wir auch... Ja, was haben wir hier für eine... Ja, 76%, wie ihr seht. Nicht gerade so schön. Ah ja, und übrigens hier, da wo es schon fertig ist, da können wir auch schon die Glasscheibe ziehen. Natürlich soll es wieder hier eine Glasscheibe geben. Die soll ja auch noch ein bisschen helfen. Gegen das Ganze. Ja, sieht doch schon sehr, sehr schön aus hier. Professionell sieht es aus. Und es gibt übrigens auch noch, habe ich gesehen, hier. Ja, Bäume. Die beiden hier. Aha. Ach, ich nehme jetzt gerade mal den teuren, der sieht so aus und der andere sieht so aus. Also es gibt hier noch Bäume für Outdoor. Wir platzieren jetzt mal ein paar hier. Und zwar absichtlich so ein bisschen nicht schön. Ja, der ist jetzt wieder schön rechteckig, aber soll es eben genau nicht sein, sondern eher so ein bisschen zufällig. Hier ein Pickup drin, warum nicht? Storage vielleicht nicht gerade unbedingt hier und hier. So, habe ich wieder 30.000 für Bäume ausgegeben, die sie jetzt natürlich pflanzen und die sofort groß sind. Es wäre natürlich schön, wenn man auch Setzlinge kaufen könnte, die später groß werden, die ein Weilchen haben, aber die natürlich auch weniger kosten. Das wäre auch was sehr Schönes. Ja, wer denkt denn schon an Setzlinge? Als nächstes, das stört mich da. Die lasse ich jetzt mal, weil irgendwo müssen ja hier noch Zuschauer... Zuschauer. Irgendwo müssen ja noch die Zuschauer sitzen. Sonst schaut ja bald keiner mehr zu. Nee. Aber was wir können hier, Bänke in die Laufwege stellen, damit sie andere Laufwege wählen. Das ist doch eine gescheite Idee. Ein Spitzentyp hat das rausgefunden, dass das sehr gut funktioniert, hätte ich mal gesagt. Mülleimer. Gerne irgendwo anders hin. Hier und hier. Da einen hin. So. Besser mehr als zu wenige. Weil wenn später der Müll einfach so rumsteht, ist auch nicht toll.
Und für was? Für irgendwas haben wir hier auch unsere Putzleute. Und wir haben gerade wieder sehr viel Geld ausgegeben, habe ich gesehen, für die Retail-Sachen. Coffee Maker 75, Gefrierschrank, Küchensdeutsch, Trinkmaschine, Retail Service. Erst kostet alles. Coffee Maker ist am wenigsten. Das heißt für mich so gesehen, wir haben am wenigsten Kaffee verkauft. Und mehr vom anderen Zeugs, wie, ja, schaut mal hier, Pizzas. Die gehen ja hier raus. So, ihr seht, das Prinzip ist so, sie nehmen das Tablett vom Kunde mit, legen es auf ihr Preparation Card, wo wir 8 Stück haben und 6 Stationen, das passt schon mal sehr gut. Das passt so gut, dass keiner die hier verwendet. Dann laufen sie dahin, wo sie das sogenannte, das was der Kunde bestellt haben, mitnehmen wollen. Stellen es aufs Tablett, nehmen das Tablett und gehen wieder raus. Und jetzt schauen wir mal, was braucht es denn für eine Pizza. Wahrscheinlich die Pizza nimmt er hier raus, macht sie hier hinein, packt sie hier drauf und geht raus, oder wie? So, jetzt hat er das Crisp wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und da sieht man eben, eigentlich sollte auch noch ein Kitchen Storage da drüben sein. Weil er dann hier immer so durchläuft. So, aha, der bereitet das zu, stellt es in den Ofen. Und jetzt wartet der, oder wie? Was macht denn der jetzt? Ich will eine Pizza sehen. Und wieso man nicht hierhin kann, sondern hierhin muss, kann ich auch nicht sagen. Ist mir gerade selbst ein Wunder. Weil da, für das haben wir ja 2 gesetzt. So, der macht jetzt hier die Pizza. Macht die hier hinein. Läuft raus. Ah, ein anderer nimmt die Pizza mit. Geht hier hin. Ja, also es kann sein, jetzt liegt eine Pizza hier am Boden. Ah ne, die trägt er da rum, die legt er da rein. Fragwürdig. Fragwürdig für mich. Naja, vielleicht ist es auch noch nicht ganz so gut entwickelt. Vielleicht wird es dann noch besser. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.